Acht strenge Regeln, die Donald Trump jetzt als Ex-Präsident verfolgen muss. Okay, jetzt ziehen wir uns das mal rein. Geiles Foto auf jeden Fall. Als ob der so einen GPS-Tracker tragen muss, Alter. Bin gespannt, was da jetzt kommt. In den letzten 4 Jahren gab es wohl keine Person, die weltweit so umstritten war wie Donald Trump. Der ehemalige US-Präsident hat nämlich nicht nur fast jeden Tag für Schlagzeilen und Kontroversen gesorgt, er wird von manchen sogar als der schlechteste Präsident aller Zeiten Schade. bezeichnet. Und obwohl er seit einigen Tagen nicht mehr der mächtigste Mann der Welt ist, wird es auch in der nächsten Zeit wohl kaum ruhiger um ihn werden. Auch als Ex-Präsident muss er weiterhin einige strenge Regeln befolgen, die ein normales Leben gar nicht möglich machen. In diesem Video wollen wir euch daher einige heftige Regeln präsentieren, an die sich Donald Trump als Ex-Präsident unbedingt halten muss. Wir zeigen euch unter anderem krasse Security-Maßnahmen, gravierende Einschränkungen seines Privatlebens und auch eine Regel, die Trump sogar ins Gefängnis bringen könnte. Es wird also sehr spannend, deshalb bleibt unbedingt dran hier bei Wissenswert. Kann ich mal jetzt sagen, man weiß so viele Sachen einfach nicht. Ich bin gespannt, was die jetzt da zeigen. Aber im Hintergrund, ne, es geht so viel ab, es geht so viel ab. Die Menschen haben nicht mal Zeit, sich Dinge zu hinterfragen, weil sie selber jeden Tag am Arbeiten sind. Beginnen wir mit einer Regel, die für die meisten Menschen vermutlich ziemlich hart, für einen ehemaligen US-Präsidenten jedoch die Realität ist. Es geht dabei nämlich um eine der wohl schwierigsten Momente im Leben eines Menschen, die Entscheidung, wie die eigene Beerdigung ablaufen soll. Während sich die meisten Menschen wohl ihre eigene Beerdigung nur mit ihrer Familie und ihrer Freunden vorstellen können, muss sich Donald Trump damit abfinden, dass er, ob er will oder nicht, in aller Öffentlichkeit bei einem Staatsbegräbnis zu Grabe getragen wird. Was? Diese Regel hat in den USA jahrhundertelange Tradition und die Formalitäten sind vom amerikanischen Militär genauestens geregelt. So gibt es unter anderem konkrete Anweisungen darüber, wie schnell der Bestattungswagen fahren darf. Du kannst nicht mal sagen, ey, ich möchte eingeäschert werden. Digga, du bist einfach verpflichtet, wenn du tot bist, einfach so. Oder wie genau die Blumen am Grab angebracht werden. Wie es das Protokoll vorschreibt, wird nicht nur der Präsident selbst in die Planung eingeweiht, sondern seine ganze Familie. Im Falle von Donald Trump bedeutet das, dass sein noch jugendlicher Sohn Barron selber an der Vorbereitung zur Todesfeier seines Vaters teilnehmen musste. Eine Sache, die Trump wahrscheinlich schon jetzt an seiner Beerdigung ärgern wird, ist der Fakt, dass bei seinem Begräbnis alle noch lebenden Ex-Präsidenten der USA anwesend sein werden. Viele von ihnen, wie etwa Clinton, Bush oder Obama, sind Trump bekanntermaßen nicht sonderlich verbunden, was sich eventuell bei einer Grabrede bemerkbar machen könnte. Machen wir weiter mit einer Regel, die Hart. zeigt, dass das Privatleben eines Präsidenten nach seiner Amtszeit. Klar, wenn du tot bist, dich juckt das ja eh nicht, du kriegst das ja nicht mit, aber ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich kann das nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wie das Leben nach dem Tod aussieht. Aber für die Familie ist das doch ganz schlimm, Digga. Stell dir vor, du willst einfach deinen Vater oder deinen Ehemann in Ruhe beerdigen. Geht nicht, Digga. Du musst ihn in aller Öffentlichkeit mit allen Präsidenten und so weiter beerdigen. Das ist echt. Extrem eingeschränkt wird. Auch wenn Trump seinen Alltag nun eher so gestalten kann, wie er es will, gibt es nämlich eine ganz normale Sache, auf die er ab sofort verzichten muss. Trump darf für den Rest seines Lebens nicht mehr selber auf öffentlichen Straßen Auto fahren. Für jede Fahrt in einem Auto. Was sind das für dumme Regeln, Alter? Danke, Özgür, dir auch. Na, schönen Abend. Was sind das für dumme Regeln? Wieso darf der kein Auto mehr fahren, Alter? muss Trump nämlich vorher die ausgebildeten Fahrer des Secret Service engagieren, um einen Ausflug zu machen. Diese Fahrer sind genauestens auf das Chauffieren von Präsidenten trainiert und sollen dafür sorgen, dass auch Ex-Präsidenten zu jeder Zeit vor Angriffen geschützt sind. Für Donald Trump könnte diese Regel allerdings zu einer stärkeren Belastungsprobe als für andere Ex-Präsidenten werden. Der Milliardär, der sein Vermögen bekanntlich mit Immobilien gemacht hat, gilt nämlich als großer Autofan und soll einen Fuhrpark mit zahlreichen. Oder einfach die krassesten Autos, Lamborghini, Ferrari, aber kann einfach nicht fahren. Geil.
einen Luxuswagen besitzen. Allerdings wird er in keinem dieser Autos je wieder selber am Steuer sitzen dürfen. Als nächstes kommen wir zu einer Regel, bei der Donald Trump neben Jimmy Carter erst der zweite US-Präsident ist, der sich an sie halten muss. Es geht dabei um eines der umstrittensten Themen seiner Amtszeit, das gerade in der jetzigen weltweiten Lage von sehr hoher Bedeutung ist. Und zwar das Recht auf eine Krankenversicherung. In den USA gibt es eine Regelung, die dafür sorgt, dass jeder Mensch, der mehr als 5 Jahre für die Regierung gearbeitet hat, eine lebenslange Krankenversicherung erhält, die vom Staat bezahlt wird. Da Trump allerdings nur 4 Jahre... Kann der ja selber nicht zahlen, ne? So, Krankenversicherung als Milliardär. ...im Amt war und vorher nie einen offiziellen Job in der Regierung hatte, muss er selber für seine Krankenversicherung aufkommen. Wow, das sind 5 Cent für den ungefühlt. Wird das bei einem geschätzten Vermögen von mehreren Milliarden Dollar nicht besonders schwer fallen. Dennoch muss auch er sich an diese exklusive Regel halten, wenn er krankenversichert bleiben will. Die nächste Regel betrifft eine weitere Tätigkeit, die für fast alle Menschen zum ganz normalen Alltag gehört. Sag mir sicher, der darf kein Smartphone haben, der darf keine Apple-Produkte haben oder so. Hör auf, Digga, hör auf. Das ist doch alles Gelaber, oder? Und über die sich die wenigsten den Kopf zerbrechen müssen. Nämlich der Kauf eines neuen Smartphones. Zwar ist Donald Trump nach seiner Amtszeit nicht mehr in politische Entscheidungen involviert, dennoch gibt es die Befürchtung, dass er als ehemals mächtigster Mann der Welt Opfer von Spionageangriffen durch Hacker wird. Aus diesem Grund darf Trump nicht ohne weiteres in einen Laden gehen und ein neues Handy kaufen. Er kann dies nur tun, wenn er vorher alle Details mit dem Secret Service abgesprochen hat, der das Smartphone nach dem Kauf gegen sämtliche Hackerangriffe schützt und so dafür sorgt, dass keine Staatsgeheimnisse in fremde Hände gelangen. Übrigens wurde Trump deshalb schon seit Jahren geraten, unbedingt sein Android-Handy loszuwerden und auf ein durch das Secret Service gesicherte iPhone zu wechseln. Der Präsident wollte das Android-Handy lange Zeit behalten, da es für ihn Berichten zufolge leichter zu bedienen war. Allerdings überzeugte ihn sein Sicherheitsberater schließlich, das Gerät zu wechseln. Kommen wir nun zu einer Regel, die nicht nur das alltägliche Leben von Donald Trump selbst, sondern auch von seiner Frau Melania und seinem Sohn Barron massiv verändern wird. Denn obwohl Trump nicht... ganz ehrlich, habt ihr Bock dann so ein Leben noch zu führen? Ihr seid zwar Milliardär, aber seid total eingeschränkt so in ein paar Punkten. Weiß ich nicht, ob das einen glücklich macht alles. Der Präsident ist, kann er sein Leben überhaupt nicht normal fortführen. Das Protokoll für Ex-Präsidenten schreibt vor, dass und seine Familie, egal wo sie sind, ständig von Secret Service-Mitarbeitern beschützt werden müssen. Selbst im Urlaub, bei einem Ausflug in der Natur oder beim Essen gehen mit Freunden, nirgends mehr wird Trump in seinem Leben ganz alleine hingelangen, ohne dass ihn eine Schar von Secret Service-Mitarbeitern begleitet. Was ist das denn für eine Scheiße, Digga? Der kann einfach nicht mal nebenan in Starbucks gehen, sich ein Getränk holen oder was? Auch ein Leben mit spontanen Entscheidungen ist nicht mehr möglich. Alle Besuche und Tätigkeiten in der Öffentlichkeit müssen erst vorher in aufwendigen Lagebesprechungen geklärt werden und nur wenn ein vollständiges Sicherheitskonzept besteht, darf der Präsident dann seinen täglichen Beschäftigungen nachgehen. Kommen wir nun zu einer Regel, die vor allem... Überall so beobachtet werden, also was, hör mir auf, Alter. Klar, normale... Leute, auch Fußballer, so ein Ronaldo kann ja auch gefühlt gar nichts mehr in der Öffentlichkeit machen, ne? Oder auch andere Fußballer und berühmte Leute. Aber das ist ja nochmal eine Schippe, echt zu hart. Für Trump fatal sein kann. Die folgende Regel könnte nämlich nicht nur das restliche Leben von Donald Trump zerstören, sondern auch für eine noch nie dagewesene politische Situation sorgen. Er verliert nämlich als Ex-Präsident seine Immunität, also den Schutz vor juristischen Verfahren. Als Ex-Präsident muss Trump daher ab sofort für seine öffentlichen und privaten Handlungen gerade stehen. Da er nicht nur während seiner Amtszeit, sondern bereits zu seiner Zeit als Unternehmer mit dem Gesetz in Konflikt geriet, könnte es nun dazu kommen, dass er sich dafür verantworten muss. Viele werfen ihm nämlich unter anderem vor, dass er Steuern hinterzog, Geheimdienstinformationen ins Ausland weitergab oder sogar den Sturm auf das Kapitol anzettelte. Sollten Richter und Ermittler zukünftig Beweise für einige dieser Anschuldigungen finden, dann ist er am Arsch. Es ist unwahrscheinlich, dass sich Trump früher oder später zahlreichen Gerichtsverfahren stellen muss und im schlimmsten Fall... Ehrlich, gar keinen Bock auf so ein Leben, Alter. Das scheiße ich auf diese Milliarden, die der da hat, ehrlich. Okay, du kannst dir irgendwo
eine Villa hinbauen und kannst da gefühlt nicht mehr rausgehen, aber bist total abgeschottet von der Außenwelt. Sogar im Gefängnis landet. Der Verlust der Immunität ist also die gefährlichste Regel für Trump, da sie riesige Auswirkungen auf seine Zukunft haben könnte. Die nächste Regel betrifft vor allem die zukünftigen Mitarbeiter des ehemaligen Präsidenten. Als aktiver Präsident hatte Trump unglaubliche 100 Millionen Dollar pro Jahr erhalten, mit denen er knapp 400 Menschen in seinem Beraterstab engagieren konnte, die ihm bei all seinen Entscheidungen halfen. Auch wenn Trump nun nicht mehr Präsident ist, so wird er, wie viele andere Ex-Präsidenten auch, vermutlich weiterhin in der... Niemals ist eine Minderheit. Die Frau von Donald Trump wollte sich während der Amtszeit trennen, aber man darf sich während der Amtszeit nicht trennen, als ob, das glaube ich nicht. Öffentlichkeit auftreten, Reden halten und in irgendeiner Form politisch aktiv bleiben. Allerdings erhält er als Ex-Präsident statt 100 Millionen Dollar im Jahr dafür nur noch 100... Nur noch 100.000 Euro im Jahr. Wow, was voll wenig, Leute, oder? $1.000 jährlich, was statt 400 Mitarbeitern nur noch für einen einzigen Angestellten reicht. Auch wenn Trump sich selber zwar als Multimilliardär bezeichnet, so bleibt es trotzdem fraglich, ob er weiterhin selber viele Millionen Dollar in seine politische Kampagne investieren will. Denn selbst als er noch Präsident war und das angeblich gefälschte Wahlergebnis mit Hilfe von vielen Mitarbeitern überprüfen lassen wollte, setzte er dafür nicht sein eigenes Geld ein. Stattdessen rief er einfach seine Anhänger dazu auf, ihm Geld zu spenden, um so seine eigenen Mitarbeiter bezahlen zu können. Weiter geht's mit einer Regel, die sich eigentlich von selbst erklärt, weil viele jedoch die Befürchtung haben, dass... Viele Menschen sind einfach blind und laufen einem hinterher, ne? Die hinterfragen gar nichts. Donald Trump nicht dran halten wird. Als ehemaliger US-Präsident hat man nämlich nicht nur über mehrere Jahre die Politik der USA gelenkt, sondern auch Einblicke in sämtliche Geheimdienst- und Militärgeheimnisse bekommen. Da man so für den Rest seines Lebens über Informationen verfügt, die strengstens vor der Öffentlichkeit geschützt werden, ist man als Ex-Präsident dazu verpflichtet, keines dieser Geheimnisse weiterzuerzählen oder zu veröffentlichen. Allerdings befürchten einige, dass Donald Trump in der Zukunft viel über vertrauliche Details seiner Amtszeit sprechen und dadurch für weitere politische Skandale sorgen könnte. Sollte er diese Regel allerdings tatsächlich brechen, würden auf ihn zahlreiche Gerichtsverfahren warten, da er sich damit schnell dem Hochverrat schuldig machen könnte. Kommen wir zum Schluss noch zu einer Regel für Ex-Präsidenten, die für Trump ebenfalls nicht leicht wird einzuhalten. Als ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten übernimmt man nämlich eigentlich eine repräsentative Rolle, die politisch neutral sein soll. Dazu gehört auch, dass man sich nicht in politische Entscheidungen der aktuellen Regierung einmischt und sie nicht kritisiert. Allerdings ist es mehr als... Wird einfach mundtot gemacht. Donald, ich kann gar nichts mehr sagen, gar nichts. Da wird sich ja safe nicht... Regelung halten wird sich safe nicht dran halten. Schließlich ist er dafür bekannt, andere Politiker scharf zu attackieren und oft sogar unter der Gürtellinie zu beleidigen. Der Milliardär hat zudem schon angekündigt, in einer gewissen Form zurückzukommen und es wird bereits darüber spekuliert, ob er einen eigenen politischen Fernsehsender oder sogar eine neue politische Partei gründen wird. Und zwar ist die Regel, dass ein Ex-Präsident keine politische Kritik übt, nicht offiziell in der Verfassung geregelt, dennoch gilt es als extrem unhöflich, sich in politische Sachen einzumischen. Und das war's auch schon mit unserem Video. Welche dieser... Ja, krank, ehrlich, dann lieber normal leben... Und nicht so ein Leben haben, auch wenn man Milliardär ist, Digga, das Geld macht dich da auch nicht glücklich, ey. Guck mal, wie eingeschränkt er leben muss und alles. Katastrophe, ehrlich.